Also er hat jetzt endlich am Tod sein Ziel erreicht. Er hat uns blühende Landschaften versprochen. Und was wir hier tatsächlich haben, sehen wir ja. Und nun kann man sich auch fragen, muss man ihn jetzt dafür verantwortlich machen? Ist das wirklich praktisch? Ist das sinnvoll? Ich meine, wir wissen doch, der Tag ist lang und die Leute erzählen viel. Ganz egal, ob einer in einer hohen Position oder in einer niedrigen Position ist. Leute erzählen viel, Leute versprechen viel und halten sehr wenig. Aber ein anderer hat uns gesagt, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Nun, wir müssen uns nur umblicken und dann wissen wir, mit wem wir es zu tun hatten in den letzten 30, 40, 60, 70 Jahren, ganz egal wie alt einer ist. An den Taten sollt ihr sie erkennen. Und mich hat neulich einer gefragt, ja, was ist denn eigentlich meine Lebensmission? Und ich dachte zuerst, ja, was fragt er mich denn? Wie soll ich denn das wissen? Aber was ich sagen kann, ist Folgendes. Und das ist eine kurze Geschichte, eine wahre Geschichte. Da ist also diese Mutter eines Sohnes, eigentlich von 4 Kindern, aber der jüngste Sohn ist 24. Die Mutter ist etwas über 60 und dieser jüngste 24-jährige Sohn, der hat also jetzt sein zweites Kind in die Welt gesetzt. Und die Frau, mit der er das Kind hat, die ist in einem Kinderheim groß geworden, als Waisin. Und die ist mit dem ersten Kind schon überlastet gewesen. Und er mit seinen 24 Jahren ist auch überlastet vom Leben, hat sich selbst noch nicht gefunden, hat irgendwem später mal erzählt, dass er eigentlich erst mit 30 Jahren ein richtiger Mann geworden ist. Aber er hat jetzt dieses Kind gezeugt. Und jetzt ist dieses Kind geboren worden. Und beide Eltern, der Mann und die Frau, haben sich irgendwie entschieden, ob durch aktives Entscheiden oder durch passives Weggucken, dass dieses Baby, dieses Mädchen jetzt in ein Kinderheim kommt. Dass sie es nicht annehmen werden, dass sie sich beide nicht darum kümmern werden. So, und da ist aber jetzt auch gleichzeitig diese etwas über 60 Jahre alte Frau, die 4 Kinder geboren und großgezogen hat. Und die kriegt jetzt mit, was da abgeht. Und die stellt sich auf die Beine. Und mit ihren 64 Jahren sagt sie jetzt, das lasse ich nicht zu. Das wird mit mir nicht passieren, dass dieses Kind meines Sohnes in ein Kinderheim kommt. Und ganz egal, wo mein Sohn jetzt steht und wo seine Freundin steht, wo die beiden in ihrem Leben stehen und was sie sich denken, ich lasse nicht zu, dass dieses Kind in ein Kinderheim kommt. Und dann wurden da auch nicht viele Worte gemacht. Da wurde nicht viel gesprochen und palabert und irgendwie dies und das gesagt und versprochen, was für blühende Landschaften dort entstehen werden. Nein, die Frau hat einfach das getan, was getan werden musste, hat dieses Kind adoptiert, hat es als ihr 5. Kind angenommen mit über 60 Jahren und hat dieses Mädchen über 30 Jahre lang großgezogen. Und wenn mich jetzt einer fragt, was ist denn eigentlich meine Lebensmission, könnte ich genauso denken, hätte ich diese Mutter des Sohnes gefragt, als sie 30 Jahre alt war, was ist denn deine Lebensmission? Hätte sie gewusst, dass es irgendwann mal in 30 Jahren der Fall sein wird, dass sie nochmal mit über 60 Jahren ein Baby auf sich nimmt, sozusagen die ganze Arbeit und Fürsorge und Liebe und all die Verantwortung, um dieses Kind dann noch weitere 30 Jahre großzuziehen? Das hätte sie nicht gewusst. Aber der Punkt ist, und darauf kommt es jetzt hier wirklich an, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn jetzt das Ziel in meinem Leben? Was ist denn jetzt die Mission eigentlich in meinem Leben? Dann kommt es einfach darauf an, ob ich Liebe, Mitgefühl, ob ich solche Qualitäten in mir selbst genährt habe, ob ich sie in irgendeiner Form in mir finde und dann ohne weiteres Nachdenken einfach das tue, was angesagt ist. Ist das nicht das gewesen, was ein Teil der Lebensmission dieser Frau gewesen ist? Wer von euch kennt solche Geschichten? Schreibt mir das in die Kommentare, wer von euch solche und ähnliche Geschichten kennt, wo irgendeine Situation ist, vielleicht könnte man sogar sagen, irgendeine Schweinerei stattfindet. Vielleicht war das gar nicht so geplant und es war auch keine böse Absicht dahinter, aber irgendetwas läuft mächtig schief und man wartet darauf, dass jetzt diejenigen, die die Verantwortung tragen sollten, die Verantwortung für das, was dort stattfindet, übernehmen. Aber alle gucken weg. Nee, ich bin's nicht gewesen. Nein. Aber dann kommt jemand daher. Aus dem Blauen heraus. Steht auf, streckt die Brust raus und sagt, ich kümmere mich darum.
ich kümmere mich darum, ich übernehme die Sache jetzt hier. Ganz egal, ob ich damit was zu tun hatte, ob ich dafür verantwortlich bin oder nicht. Oder nicht. Das ist eine Lebensmission und die kann man nicht planen, die kann man nicht erahnen. Denn wenn man das alles vorher schon wüsste, wenn man ein kleines Kind ist, wenn man ein Teenager oder ein Twin ist, wenn man all das schon wüsste, manchmal würde man sich ja vor Angst in die Hosen machen. Wenn man wüsste, was alles auf einen wartet im Leben, dann würde das auch alles gar keinen Sinn machen. In dem Sinne, dass wir hier irgendwie sind, um uns weiterzuentwickeln, um vielleicht sogar Prüfungen zu überstehen oder irgendwie sowas. Nein, das muss spontan kommen. Das muss wahr und echt sein. Das muss aus dem Herzen kommen sozusagen. Das hat also ganz stark etwas mit Liebe zu tun, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich meine Lebensmission? Und wenn sich jemand fragt, habe ich ein Ziel im Leben? Dann lasst mich doch folgende Geschichte, folgende Anekdote erzählen, die ich mal von einem weisen Mann gehört habe. Ja? Und ich erzähle diese jetzt auf meine Art und Weise. Und da geht es um einen verheirateten Mann und er ist selbst so gestrickt, dass er nie den Mund aufmacht, dass er sich nicht wehrt sozusagen. Und er hat eine sehr dominante Frau. Wir können uns das auch andersrum vorstellen, diese ganze Geschichte. Aber ich habe sie eben so rumgehört. So, und er erduldet sein Schicksal und steht sozusagen unter dem Pantoffel seiner Frau und erduldet sein Schicksal einfach. Und eines Tages stirbt er dann. Das Leid hat ein Ende. Ja, und wie das so ist, seine Frau kümmert sich dann um all das, worum man sich dann eben kümmern muss. Und er wird bestattet und sie geht dann zu einem Steinmetz und gibt einen Grabstein in Auftrag. Und auf dem Grabstein dann in goldener Schrift steht sein Name und darunter steht Ruhe in Frieden. Und er wird dann also beerdigt und ist dann also endlich unter der Erde und hat seinen Frieden. Und erinnern wir uns daran, es geht darum hier in diesem Video, nur Tote haben Ziele, ja? Nur Tote haben Ziele. Also er liegt jetzt unter der Erde und seine Frau, die geht dann zum Testamentsvollstrecker und hört sich also das Testament an, das er für sie vorliest. So, und da werden dann alle möglichen Wohltätigkeitsorganisationen erwähnt. Er hat seine ganze Habe an Tierschutzorganisationen und Menschenrechtsorganisationen und ganz allgemein Organisationen verschenkt, die sich irgendwie um die Notleidenden kümmern, was also sehr löblich ist. Und seine Frau wartet jetzt darauf, was also für sie dort im Testament übrig bleibt. Und irgendwann ist der Testamentsvollstrecker fertig mit dem Vorlesen des Testaments. Und sie ist völlig fix und fertig, als sie feststellt, das war's jetzt. Für sie ist nichts übrig geblieben. Und das ist der Moment, wo der Ehemann sein Ziel erreicht hat. Aber er ist jetzt tot. Er ist jetzt tot. Jetzt hat er sein Ziel erreicht. Jedenfalls, die Frau ist völlig außer Rand und Band und voller Wut. Und dann ein paar Tage später begibt sie sich wieder zu dem Steinmetz und gibt eine Änderung in Auftrag. Und der Steinmetz ist ganz verwundert darüber, weil er wirklich eine perfekte Arbeit abgeliefert hat. Und er sagt, ist doch alles in Ordnung mit dem Grabstein. Da kann man nichts mehr besser dran machen. Und sie, nein, nein, ich möchte etwas hinzufügen zu dem Grabstein. Und ich will, dass auf diesem Grabstein geschrieben wird, dass dort hinzugefügt wird, Ruhe in Frieden, bis ich zu dir komme. Also hat das Leben irgendein Ziel? Nein, das Leben hat kein Ziel. Es hat kein spezifisches Ziel. Stell dir doch mal vor, da wird dieses Ziel endlich erreicht. Ja, und was wäre denn dann? Ich hätte mein Ziel im Leben erreicht. Und was dann? Nein, das Leben hat kein Ziel. Und schon gar kein ganz spezifisches Ziel. Das Leben entwickelt sich einfach. Und wenn es um überhaupt irgendetwas geht, dann geht es einfach nur darum, dass wir in diesem Leben für uns die Liebe entdecken, für uns Mitgefühl entdecken und Vergebung entdecken. Und Michaela König hatte mir das vor ein paar Wochen gesagt im Interview, als es darum ging, Vergebung, und ich sie daraufhin angesprochen hatte, ob sie den Tätern, die sie in ihrer Jugend kennengelernt hatte, ob sie ihnen vergeben konnte. Und da habe ich etwas ganz, ganz Wichtiges von ihr gelernt. Als sie mir und uns allen damals gesagt hatte, dass es gar nicht darum geht, den anderen zu vergeben, sondern dass es darum ging und darum geht, uns selbst zu vergeben, uns unsere Verwirrungen und Verirrungen zu vergeben, uns unseren fehlenden Mut zu vergeben, uns unsere Angst zu vergeben. Und wisst ihr, ich arbeite, also neben diesen Interviews und neben diesen Mittwochsvideos, arbeite ich immer parallel an einem ganz großen Projekt. Das dauert meist 2, 3, 4 Monate
Und aktuell arbeite ich also an einem Hörbuch, das ich mit den Einsichten und den bedauernswerten Einsichten der Sterbenden beschäftigt. Und das ist nicht so, weil ich irgendwie so makaber bin oder so eine dunkle Seite in mir spüre, sondern es geht einfach darum, wenn wir verstehen, was Leute zum Ende ihres Lebens hin bewegt, wenn sie zurückblicken und dann denken, Mensch, dieses oder jenes hätte ich besser machen können oder das und das habe ich überhaupt nicht erledigt. Und wenn dann mit Einsicht und Bedauern zurückgeblickt wird, was da alles schiefgelaufen ist, wisst ihr, dann kommt mir das doch so vor, als ob ich irgendwie an einer Kreuzung stehe. Und das ist nicht nur so eine normale Kreuzung, sondern da geht ganz, ganz viele Wege ab. Ich bin hier also praktisch in der Mitte von so einem Schnittpunkt, wo ganz, ganz viele Wege abgehen. Und viele dieser Wege sind einfach die Fettnäpfchen, die wir in unserem Leben treten. Und wenn ich mich jetzt mit diesen Fehlern und den Einsichten und dem Bedauern der Menschen beschäftige, die am Ende ihres Lebens ganz ehrlich feststellen, dieses und jenes ist falsch gelaufen. Wenn ich mich damit heute beschäftige, dann kann ich mich doch hier an diesem Scheidepunkt, kann ich mich doch dann dafür entscheiden, nicht in diesen, in jenen und was weiß ich auch für andere Wege entscheiden. Ich kann einfach diese ganzen Fettnäpfchen versuchen zu vermeiden oder ich kann den Kurs meines Lebens anpassen, weil ich einfach nicht möchte, dass ich jetzt in den folgenden wie viel Jahren, Tagen oder Wochen oder Monaten, die mir noch verbleiben, dass ich einfach diese Zeit nicht ungenutzt lasse. Also ich kann vielleicht nicht genau feststellen, was genau das Ziel meines Lebens ist, was die Mission meines Lebens ist, aber ich kann mir wohl sehr gut überlegen, welche Fehler ich nicht machen möchte. Und da muss ich mir nur anhören, was andere Leute vor mir, die vor mir gegangen sind, einfach schon ausgedrückt haben, was die für sich festgestellt haben, was einfach kolossal falsch gelaufen ist. Für sie, in ihrem Leben. Und über diese Fragestellung geht's am kommenden Samstag 21.30 Uhr, wenn ich mich mit Johanna Gottschalk, wenn ich mich mit ihr darüber unterhalte, was uns überhaupt bewegt, in dieses Leben zu kommen und wie das stattfindet. Und ich frage sie nach den Vergewaltigern, ich frage sie nach den Mördern, ich frage sie nach all diesen grauenhaften Menschen, die hier dieses Unheil auf dieser Welt anrichten. Johanna ist Rückführungstherapeutin. Sie führt Menschen in ihre früheren Leben zurück. Und wie so viele dieser eigenartigen Menschen, ich sage mal dieser besonderen Menschen, die ihre Fähigkeiten in unseren Dienst stellen, sodass wir unser Leben besser begreifen können, wie viele dieser Menschen hat sie mehrere Gaben in sich, über die sie im Interview mit uns spricht, über die Kontakte mit Verstorbenen. Und ich fand das Interview mit ihr auch wieder so interessant und so unterhaltend und spannend, dass ich mit ihr jetzt schon vereinbart habe, dass wir ein Folgeinterview machen werden, wo wir ein Thema ansprechen, das auch in diesem Interview am Samstag ganz kurz zur Sprache kommt, das wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist und worauf ich mich jetzt schon freue. Als nächstes soll es um einen anderen Rückkehrer gehen, der etwas ganz Außergewöhnliches von seiner Nahtoderfahrung mit zurückgebracht hat. Jedenfalls war eine der Perlen, die er mit zurückgebracht hat, das war, dass er sagte, dass wir unser Leiden in Freude annehmen sollten. Stellt euch das doch mal vor, er sagte, dass wir unser Leiden in Freude annehmen sollen. Ja, und zumindest davon haben wir doch eine ganze Menge an Leiden und an wirklich eigenartigen Zeiten, denen wir uns ausgeliefert sehen. Aber um ehrlich zu sein, ist das doch jeder Generation so gegangen. Stellt euch doch mal vor, unsere Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem wie alt hier jemand ist, die mussten mit dem Zweiten Weltkrieg fertig werden. Das muss doch eine Zeit gewesen sein. Das müssen doch Gefühle gewesen sein, die die Menschen damals erlebt haben. Und man muss das, was wir hier heute erleben, auch immer wieder, man muss sich wirklich immer wieder zur Raison rufen und alles auch mit einer Perspektive sehen, die das einfach die auch alles in Relation stellt zu dem, was schon gewesen ist. Und man muss dann auch immer sehen, wie gut es uns heute eigentlich geht, was uns zu dem Punkt bringt, den dieser Rückkehrer angesprochen hat, dass wir unser Leiden in Freude annehmen sollen. Und was ist jetzt damit gemeint? Und ich denke, prinzipiell ist einfach damit gemeint, dass jeder hier von uns früher oder später ganz, ganz sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche, dass jeder von uns Leiden erfahren wird. Und es spielt gar keine Rolle, ob hier jemand arm ist, ob er reich ist, ob er schön oder hässlich ist, ob jemand klug oder dumm ist. Das spielt einfach gar keine Rolle. Für mich ist das hier der Planet des Leidens.
Das ist doch offensichtlich hier eine Qualität aller Menschen in diesem Leben, das gelitten wird. Aber es gibt einige ganz, ganz wenige Menschen, die scheinbar gar nicht leiden. Warum ist das so? Wie kann das sein? Und ich habe das gesehen. Ich habe einige dieser Menschen in Interviews erlebt. Einige davon sind Rückkehrer. Und ich erinnere mich an zwei davon, der eine, der hat irgendwie in irgendeinem Zusammenhang über Vergewaltigung gesprochen und fing dann auf einmal an zu, irgendwie so, aber so glücklich heraus, aus sich selbst heraus zu lachen. Er lachte nicht über den Fakt der Vergewaltigung an sich. Der hat einfach so gelacht. Der brauchte gar keinen Grund zum Lachen. Und der hat auch an vielen anderen Stellen in diesem Interview gelacht. Das ging also durch das ganze Interview so, dass er an Stellen aus sich selbst heraus gegluckst hat, aus einer Glückseligkeit heraus, wo man sich dachte, es gibt doch jetzt gar keinen Grund zum Lachen. Aber gleichzeitig sah der Mann so glücklich aus. Der strahlte das aus. Und ich habe das schon in anderen Videos erklärt, dass es also immer mal wieder Rückkehrer gibt, die also an irgendeiner Stelle mir so vorkommen, als seien sie, man würde sagen, erleuchtet oder erweckt, die einfach verstehen, wer oder was sie wirklich sind. Und Samira hatte das letzte Woche in dem Interview, Samira Henning hatte das auch wieder in einem Nebensatz angesprochen, die Frage, wer bin ich? Dass das für sie ganz entscheidend war. Die Frage, wer bin ich? Und ich glaube, diese Frage haben diese speziellen Rückkehrer, von denen ich eben gesprochen hatte, die so glücklich sind, die haben die für sich ein für alle Mal entschieden beantwortet. Und es geht immer darum, dass sie für sich festgestellt haben, dass sie also nicht, sagen wir in meinem Fall Dominik sind, dass sie nicht der Körper sind, dass sie nicht dieses Ego und diese Persönlichkeit sind, die in 56 Jahren gewachsen sind, mehr oder weniger gut, mehr oder weniger gebildet, dick oder dünn, groß oder klein, Mann oder Frau, dass sie nichts davon sind. Sie haben in ihrer Nahtoderfahrung begriffen, haben das irgendwie mit zurückbringen dürfen, dass sie das sind, was wir den stillen Beobachter nennen, den Zeugen des Lebens, dass sie das sind, was immer in uns da ist, was aber die meisten Menschen niemals bemerken, weil sie immer in ihrem Ego sind, in ihrer Persönlichkeit. Man muss das verstehen, das Wort Person kommt von dem lateinischen persona und bedeutet Maske. Das Wort Person bedeutet in Wirklichkeit Maske. Das heißt, das Wahre wird überdeckt. Das Wahre ist nicht wirklich sichtbar. Und vor langer Zeit habe ich also genau zu diesem Thema dieses Hörbuch produziert. Dort geht es um die Frage, wer ich bin. Jedenfalls, wenn wir unseren Geist einfach mal zur Ruhe bringen könnten, wenn die Gedanken aufhören würden, wenn wir unsere Gefühle runterfahren könnten, wenn wir Stille in uns einkehren lassen könnten, würden wir bemerken, dass dort immer noch 100% Aufmerksamkeit ist, unabhängig von Gedanken und Gefühlen. Dort ist eine Aufmerksamkeit. Und dieses Wort hat wiederum Sandra ganz besonders betont. Sandra, die junge Mutter, die ihre fünfjährige Tochter verloren hat. Das Interview mit ihr habe ich auch vor ein paar Wochen vorgestellt. Sie hat darauf hingedeutet, dass es um Aufmerksamkeit geht. Ein anderes Wort dafür ist Gewahrsein. Aber um dieses Gewahrsein wirklich wahrzunehmen, um diesen stillen Beobachter in sich selbst wirklich wahrzunehmen, das, was wir wirklich sind, müssen wir diese Gedanken und Gefühle, wir müssen die runterfahren. Und wenn wir das tun, dann können wir in eine Position kommen, von der mir Helmut Gombotz kürzlich geschrieben hat. Gestern eigentlich war das. Er hatte mir, auch in Bezug auf das Interview mit Samira, hatte er mir eine E-Mail geschrieben und hat dort etwas über Neutralität geschrieben. Er hat das sehr gut beschrieben. Helmut hatte selbst eine Nahtoderfahrung und hat aus dieser Erfahrung heraus in sich selbst diese Neutralität gefunden und lebt aus dieser Neutralität heraus. Was bedeutet, wenn unsere Gedanken und Gefühle wirklich mal zur Ruhe kommen, dann können wir, egal welche Situation sich vor uns hier gerade entfaltet, wir können sie einfach so sehen, wie sie sind. Und Tatsache ist, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Und um ein extremes Beispiel dafür mal heranzuziehen, ich habe mir das jedenfalls mal so in meinem Kopf durchdacht, sehr schwer, was jetzt kommt, zu verstehen. Wenn ich jetzt auf der Straße in irgendeine Situation komme, vielleicht als junger Mann,
und es gibt einen Konflikt und das wird handgreiflich und ich verliere die Handgreiflichkeit und ich werde da praktisch zusammengetreten und zusammengeschlagen. Da kann man jetzt in dieser Situation währenddessen und danach, man wehrt sich sicherlich dagegen, aber man kann gleichzeitig zumindest danach diese Position der Neutralität einnehmen, von der Helmut mir geschrieben hatte. Man kann sich auf den inneren Beobachter zurückziehen und man könnte dann praktisch diese Position einnehmen, der hat mich jetzt verprügelt, der hat mich jetzt sogar schlimm verprügelt. Aber ich könnte dann auch zu diesem Mantra greifen, zu diesem Satz, den Helmut mir auch geschrieben hatte, den er für sich in seinem Leben immer wieder wiederholt hat und was ihm, wie er schrieb, immer geholfen hat, durch alles hindurchzukommen, was ihm in seinem Leben passiert ist. Und das Mantra von Helmut war, der weiß nicht, was er tut. Es kommt uns bekannt vor, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er weiß nicht, was er tut. Sie weiß nicht, was sie tut. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Denn es ist doch so, wenn da jemand ist, der mir wehtut, wenn der wirklich wüsste, wie er oder sie wirklich tief in mir in meiner Seele, in meinem Herzen oder vielleicht sogar physisch wehtut, wenn sie das wüssten, wie ich diese Schmerzen empfinde, wie du oder du, wie ihr diese Schmerzen empfindet, wenn die Täter, die das tun, wenn die diese Schmerzen, die wir empfinden, wenn sie sie spüren könnten in diesem Moment, ich garantiere euch, sie würden das nicht tun. Das soll nichts anderes heißen, als dass die Leute das nicht wirklich im tiefsten Sinne des Wortes tun, um sinnlosen Schaden anzurichten. Oder wenn Menschen sich selbst schaden, wenn Menschen sich selbst wehtun, wenn ein Workaholic immer nur arbeitet und arbeitet und arbeitet und darüber seine Familie vernachlässigt, vielleicht sogar seine Kollegen in Grund und Boden fährt, einfach aus diesem Ehrgeiz heraus, wenn er damit praktisch sein ganzes Leben ruiniert und vielleicht am Ende seines Lebens feststellt. Und das ist eine dieser Einsichten, das ist eines dieser Bedauern, was Menschen also am Ende ihres Lebens manchmal feststellen. Wenn er also feststellt, mein Gott, ich habe viel zu viel gearbeitet, ich habe ja mein Leben gar nicht gelebt, ich habe ja gar nicht geliebt, ich habe ja gar keine Beziehung zu meiner Familie aufgebaut. Ja, glaubt ihr denn, dass dieser Mann das mit Absicht getan hat, dass er mit Absicht seine Familie, seine Kollegen und sein eigenes Leben ruiniert hat? Wir tun das alle nicht mit Absicht. Dieser Mensch, wir Menschen, wir sind einfach so tief in unserem Leben, in dieser Maske. In dieser Maske sind wir gefangen, dass wir gar nicht mitkriegen, was wirklich passiert. Wir treten nie ein, zwei, drei Schritte zurück und betrachten uns selbst mal von außen, was wir für einen Unsinn erzählen, was wir für Fehler begehen. Doch wenn wir das tun könnten, wenn wir uns von uns selbst und von der Welt etwas zurücknehmen könnten, wenn wir uns auf diesen stillen Beobachter und diese Neutralität besinnen könnten, wenn uns das einfach gelingen würde, dann könnten wir erstens unser Leid neutral annehmen. Wir könnten es so nehmen, wie es ist. Es ist schlimm, es tut weh, es schmerzt, aber es ist, was es ist. Jetzt tut mir mein Körper weh. Ich wurde vielleicht verletzt auf der Straße in irgendeiner tätlichen Auseinandersetzung. Mir fehlt vielleicht ein Zahn, ich habe ein blaues Auge. Die Rippen tun mir weh. Ich spüre also diesen Schmerz, das ist jetzt diese Situation und das wird sich in ein, zwei Wochen wieder gelegt haben. Und dann ist wieder gut und dann geht's wieder weiter. Wenn ich jetzt nicht dahergehe und daraus eine Riesengeschichte mache, was mir für ein Unrecht geschehen ist und wie sich der da erdreistet, das mit mir zu machen und ich muss mir einen Anwalt nehmen und ich muss den jetzt verklagen und auf und was nicht alles. Wenn ich mich jetzt nicht echauffiere und dort total hineinsteigere, was menschlich ist, was uns allen passieren könnte. Aber wenn ich das nicht tun würde, wenn ich wirklich nur sagen würde, es ist, wie es ist, mir tut die Backe weh und in einer Woche oder in zwei Wochen ist alles wieder gut. Wenn ich das tun würde, könnte ich praktisch einfach nur mit den Schmerzen umgehen? Ja, würde wahrscheinlich ein, zwei Wochen Schmerztabletten nehmen, würde ein Riesenpflaster über die Wunden kleben und würde einfach mein Leben weiterleben. Ist das eine Möglichkeit? Schreibt mir das in die Kommentare, ob das wirklich eine Möglichkeit ist oder ob das unmöglich ist. Spinne ich jetzt hier? Es gab einen, der hat gesagt, dann halte die andere Wange hin und empfang dort noch eine. Ihr wisst, wen ich meine. Was hat denn der damit gemeint? Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint,
dass wir uns nicht mit diesen ganzen Geschichten auseinandersetzen, die in uns ablaufen, mit den Beleidigungen, mit den bösen Absichten, die andere hegen, mit diesen ganzen Geschichten, die wir daraus ableiten, was da alles passiert ist und was andere uns erzählen, was da passiert ist. Und nochmal, ich verstehe das. Ich war selber schon in Situationen, wo ich also auch meine Geschichten gesponnen habe und mir gesagt habe, ihr wisst, was ich meine. Aber heute, mit 56, trete ich zurück und denke mir, will ich das eigentlich wirklich? Will ich es wirklich noch schlimmer machen? Mir tut doch jetzt schon die Backe weh und die Rippenschmerzen. Ich kann nur schlecht atmen. Aber muss ich jetzt noch schlimmer machen, diese ganze Situation, indem ich jetzt hier noch irgendwelche großen Geschichten mache und mir einen Anwalt nehme und mit dieser Aktion das alles immer wieder aufkoche? Ja, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Der muss doch bestraft werden. Wenn ihr so denkt, schreibt mir das rein in die Kommentare. Und schreibt mir rein, auch warum das so wichtig ist. Schreibt mir aber auch rein, ob ihr glaubt, dass das noch wichtiger ist als der innere Frieden in mir, den ich entweder jetzt habe, der innere Frieden mit den Schmerzen oder der innere Frieden mit dem Trauma, das ich jetzt in mir aufbaue, das ich verstärke, intensiviere, indem ich all das jetzt sich entwickeln lasse. Der Anwalt, die Albträume, die ganzen, indem ich immer wieder diese ganze Situation durchgehe. Wenn ich das loslasse, wenn ich mich nicht weiter mit dem beschäftige und einfach nur mit dem umgehe, was jetzt gerade wirklich ist. Und das ist eine krasse Situation. Normalerweise passieren uns solche extremen Sachen nicht. Wenn ich mich davon löse, dann ist doch aber eigentlich alles in Ordnung. Es ist in dem Sinne einfach in Ordnung, dass ich also auch so, ohne dass mich einer verhauen hat, manchmal Zahnschmerzen habe. Und das geht manchmal tagelang. Und ich habe Zahnschmerzen und das tut schlimm weh. Und es gibt niemanden, den ich dafür verantwortlich machen kann. Und dann habe ich einfach nur mit den Zahnschmerzen zu kämpfen und muss mich darum kümmern. Und ich habe in dem Moment gar nicht die ganzen anderen Geschichten und das Trauma, das ich dort extra aufbausche. Und ich will hier wirklich nichts kleinreden, wirklich nicht. Das ist einfach ein praktischer Ansatz, den er uns vielleicht auch gegeben hat, die andere Wange hinzuhalten. Ergibt das Sinn? Was auch Helmut mir geschrieben hatte, diesen Standpunkt der Neutralität einzunehmen, sich selbst zu sagen, der weiß ja gar nicht, was er tut. Dieser Täter dort, dieser Mensch, der mich beleidigt, der mich irgendwie runtermacht im Büro, der mich angerempelt hat in der Schlange, der sich vorgedrängelt hat. Diese komischen Figuren, die Anführer spielen in unserer Gesellschaft, die ja alles zugrunde richten, was andere aufgebaut hatten. Unsere Vorväter haben so viel aufgebaut. Es ist doch einfach so, dass viele, viele Menschen einfach gar nicht wissen, was sie tun. Und soll ich jetzt zulassen, dass die mich in Angst und Schrecken versetzen und damit mich meiner Kraft, meiner Lebenskraft und meiner Lebensenergie berauben? Durch Angst? Durch Trauma? Dann haben sie wirklich extra großen Schaden angerichtet. Aber ich habe dann auch eine gewisse Mitschuld daran, wenn ich das zulasse, wenn ich dieses Video hier gesehen habe und dann nicht versuche, an dieser Baustelle was zu tun, dann muss ich mir doch sagen, habe ich auch irgendwo eine Mitschuld daran. Wenn ich mich einfach runtermachen lasse, wenn ich mich verängstigen lasse und mich meiner Energie und meiner Kraft berauben lasse, durch Angstmacherei, durch Panikschürerei, wenn ich mir das nicht gewahr mache, wenn ich nicht diese Neutralität einnehme und einfach nur feststelle für mich, mich frage, wie kann ich jetzt einfach damit umgehen? Ja, die Situation ist schlimm, ich habe jetzt diese und jene Nöte. Wie kann ich ganz praktisch damit umgehen? Ich habe vielleicht kein Geld. Wie kann ich ganz praktisch damit umgehen? Wie kann ich diese Bedürfnisse, die ich ja trotzdem weiterhin besitze, Essen, Trinken, Wohnung, Wärme, wie kann ich auf intelligente Art und Weise damit umgehen, ohne mich selbst gedanklich, seelisch, in meinem Herzen auch noch zusätzlich zugrunde zu richten? Ich mich selbst. Das ist das, was wir uns heute fragen müssen. Das ist das, was der gemeint hatte, dieser Rückkehrer. Als er sagte, dass wir unser Leiden mit Freude ertragen müssen. Und was er meinte mit Freuden ist, dass wir unser Leid akzeptieren, dass wir damit umgehen, dass wir uns aber immer, immer auf das nächste Positive konzentrieren. Etwas
dem wir uns zuwenden, etwas anderes. Dass wir das Negative, soweit es uns möglich ist, hinter uns lassen. Es ist ja praktisch schon passiert, ja. Die Rippen tun mir ja schon weh. Der Zahn fehlt ja. Jetzt muss ich ja einfach nur damit ganz praktisch umgehen. Aber darüber hinaus will ich mich damit nicht weiter beschäftigen. Und ich frage mich jetzt einfach nur, was ist das nächste Positive und Schöne, auf das ich mich konzentrieren kann, auf das ich mich wirklich irgendwie mit meiner ganzen Energie und meiner ganzen Kraft und meinem ganzen Sein stürzen kann. Womit kann ich mich positiv beschäftigen, sodass mich das wieder aufbaut? Sodass mich das glücklich macht und beseelt und das auch womöglich gottfroh macht. Für die, die an Gott glauben. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie könnte das denn Gott froh machen? Was hat Gott denn davon? Wie könnte Gott froh gemacht werden, wenn wir uns hier in Liebe, Mitgefühl und in Vergebung durch dieses Leben bewegen? Dafür wollen wir uns nochmal daran erinnern, was alle Rückkehrer oder was viele, viele Rückkehrer berichten, wenn sie zu diesem Punkt kommen, dass sie ihren Lebensrückblick haben und dass sie irgendwann für sich dann feststellen, es gibt ja gar keinen Unterschied zwischen all diesen anderen Menschen, zwischen mir und dem Tier und dem Baum und dem Stein und dem Planeten und der Sonne und überhaupt allem. Ich bin in Wirklichkeit alles. Gott ist alles und ich bin ein Teil von Gott. Und wenn man sich daran erinnert, dann ergibt es auch Sinn, wenn uns gesagt wird, dass unsere guten Taten, unsere guten Absichten, wenn wir unser Bestes geben, wenn wir vergeben, wenn wir Mitgefühl zeigen, wenn wir mit Liebe durch dieses Leben gehen, dass all das dann Gott glücklich macht. Aus dieser menschlichen, aus dieser egoistischen Perspektive, wenn ich mich das frage, wie könnte das denn Gott glücklich machen? Und warum interessiert mich das überhaupt? Was interessiert mich das, was Gott glücklich macht? Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist mir doch egal. Soll sich doch Gott um sich selbst kümmern. So denken viele Menschen. Und das ergibt auch Sinn, wenn man sich das mal überlegt, wenn man nicht darüber Bescheid weiß, dass sich all diese Denke mal irgendwann total als nichtig ergeben würde. Dass man nämlich gar nicht Dominique ist, dass man nicht Samira ist, dass man nicht Karin oder Horst oder Holger ist, dass all das Unsinn ist. Wir sind dieser stille Beobachter. Wir sind das, was überall ist. Ob das belebte oder unbelebte Dinge sind, spielt dabei gar keine Rolle. Es gibt nur eins. Es gibt nur einen Gott. Und Gott ist alles, was ist. Gott ist alles, was ist. Und wenn das so ist, ja, dann mache ich Gott froh, dann mache ich Gott glücklich, dann bringe ich Gott zum Lachen, wenn ich hier gute Taten vollbringe. Gute Taten. Ich tue mir selbst einen Gefallen. Und da rede ich jetzt nicht von Dominik, von diesem Körper, von dieser Persönlichkeit. Da rede ich von diesem stillen Beobachter, von dem, was immer da sein wird, was niemals sterben wird, was immer weiter existieren wird. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist zumindest eine Hoffnung. Für mich ist es eine Gewissheit, soweit ein Mensch in Fleisch und Blut eine Gewissheit haben kann, der noch nicht erleuchtet ist, der noch keine Nahtoderfahrung hatte. Aber wenn ich mich jetzt mit einem Atheisten jetzt mal vergleichen würde, da ist auf einer Seite Dominik, da ist der Atheist, da ist der sprichwörtliche Richard Dawkins, der dieses Buch Das egoistische Gen geschrieben hat. Wenn ich jetzt uns beide miteinander vergleiche, wenn ich mal überlege, wie wir beide durch das Leben gehen, nach allem, was ich jetzt hier gesagt habe in diesem Video, und Richard Dawkins, der wird also genauso verletzt, dem wird genauso viel Leid zugefügt, wenn nicht noch mehr, weil er sich so exponiert hat mit seiner atheistischen Lebenseinstellung und mit diesem Buch, mit dieser Popularität, dem weht der Wind kalt ins Gesicht. Und wenn er an das glaubt, was er dort verkündet, weht er ihm nur noch umso kälter ins Gesicht. Denn das ist eine sehr, sehr trostlose Aussicht, die er sich erwählt hat. Nehmen wir mal an, das ist alles einfach nur Wunschdenken, seins wie auch meins. Das ist alles nur Wunschdenken, nehmen wir das mal an. Dann schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer glücklicher durch dieses Leben geht. Wer am Ende der Tage glücklicher zurückblickt und für sich feststellt, mein Gott, ich habe ja mein Leben gar nicht gelebt. Oder, mein Gott, was für ein Abenteuer,
das hat doch Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, weil ich mich nie an der Negativität festgehalten habe, weil ich mich nie daran aufgehalten habe, ob mich da Leute beleidigt haben, ob sie mir auf die Backe gehauen haben, weil ich einfach immer weitergegangen bin, nicht zurückgeblickt habe, weil ich im Hier und Jetzt gewesen bin, weil ich einfach nur versucht habe, Menschen zu erreichen, sie auch mit meiner Positivität anzustecken, meine Liebe auszubreiten, auf andere auszubreiten, ihnen zu vergeben, Mitgefühl zu zeigen, weil mit dieser Art und Weise durch das Leben zu gehen, mir sehr, sehr, sehr viel mehr positive Energie zurückgebracht wird in dieses Leben. Weil Leute mich viel leichter annehmen. Und ganz unabhängig davon, weil ich ja in mir selbst damit auch ruhe. Weil ich meine eigenen Prinzipien besitze, meine eigenen Qualitäten und Werte für dieses Leben besitze und die mir als oberste Richtlinie, als mein Norden im Leben auserkoren habe und mich davon leiten lasse und jetzt zurückblicke und sage, es ist gut gewesen. Und vielleicht werden viele von euch jetzt denken, ach, das ist doch alles Schwachsinn, das ist Wunschdenken, das ist Idealismus und komm runter, komm in die Wirklichkeit sozusagen. Lasst mich euch sagen, ich bekomme also viele E-Mails und kann auf die wenigsten nur antworten, einfach weil diese Arbeit so umfangreich ist, aber ich lese mir die Dinge durch. Und ich habe also diese E-Mail erhalten, diese Rückmeldung von einem erwachsenen Kind, das seine Mutter in den Tod begleiten durfte. Und in diesen Zeilen wurde mir geschrieben, dass die Mutter, also als für sie dann klar war, dass es jetzt endgültig kurz davor ist, dass sie sterben wird, die Mutter, wo die Mutter sich einfach bei ihren Kindern bedankt hat, dass sie gute Kinder gewesen sind und jedes ihrer Kinder dort berücksichtigt hat und einfach Danke gesagt hat für die Kinder. Und ihre letzten Worte, die letzten Worte dieser Mutter waren Danke, Danke, Danke. Das waren die Worte, mit der diese Frau gestorben ist. Und nun weiß ich sehr, sehr wenig über diese Frau. Aber eins ist mir absolut klar, dass man diese drei Worte als letzte Worte kurz vor dem Sterben nur dann ausspricht. Ich meine, man muss dort einfach irgendeine Einstellung in diesem Leben besessen haben. Irgendetwas, was damit zu tun hat, was ich hier in diesem Video beschrieben habe. Und diese Mutter hatte drei Kinder. Und wer drei Kinder großzieht, die meisten von uns wissen das, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und da gibt es Aufs und da gibt es Abs. Und man hat ja auch immer mit sich selbst noch damit zu kämpfen, wie man sich selbst glücklich macht. Und vielleicht hat man mit dem Mann zu kämpfen, der einen vielleicht verlassen hat. Vielleicht war das ja sogar eine alleinstehende Mutter. Vielleicht hat sie ja irgendwo auch ihren Job verloren und musste diese Kinder trotzdem weiter mit großziehen. Ich weiß diese Details nicht. Aber garantiert ist, egal wie die Umstände sind, solch ein Mensch muss mit einer Einstellung durchs Leben gegangen sein, der in irgendeiner Weise positiv war. Das war ganz sicherlich nicht Richard Dawkins. Das war ein Mensch, der positiv in das Leben geblickt hat, der die Probleme positiv angenommen hat und der nicht so viel zurückgeblickt hat. Wisst ihr, ich habe mir die Bergbibel jetzt dieser Tage wieder angehört. Nach der Produktion muss ich immer eine Weile Abstand nehmen, einfach weil ich das so auf der Pfanne habe. Ich muss dann etwas Abstand nehmen und ich habe mir das jetzt dieser Tage wieder angehört. Und ich glaube manchmal, dass diese Videos, die ich jetzt so einfach spontan in die Kamera spreche, dass die dann auch oft eine Reflexion dessen sind, womit ich mich die letzten Tage beschäftigt habe. Und wenn das, was ich hier erzählt habe, wenn das mit euch resoniert, wenn euch das Wert gibt und wenn euch das weiterbringt, dann legt euch die Bergbibel zu. Hört euch das an, denn das sind die ausgewählten Zitate, die ausgewählten Textstellen, die all diese Perspektiven betonen. Und dort kommen sie sozusagen vom Meister selbst, von den Meistern selbst. Da kann man wirklich jedes Zitat nehmen. Man kann es nachschlagen und man kann sich dann hinsetzen und überlegen, was wurde da eigentlich gesagt? Und nicht nur das, ich gebe also auch in diesem Hörbuch, gebe ich als Alternative auch meinen eigenen Senf dazu, was ich darüber denke, warum ich das ausgesucht habe und warum das so wertvoll für unser Leben ist. Man kann diese Bergbibel nehmen und sich allein davon leiten lassen. Die Bibel zu lesen ist nicht einfach. Das ist ein dickes Buch, das ist ein schwer verständliches Buch in vielen, vielen Teilen. Aber die Bergbibel, das, was ich dort reingetan habe, damit kann jeder klarkommen. Das kann jeder verstehen. Das kann man sich immer wieder anhören. Und das ist so wichtig, dass wir etwas für uns im Leben haben und es muss nicht die Bergbibel sein.
Es gibt viele, viele Quellen, wo man diese Anleitung findet. Aber ich versuche eben in meinen Hörbüchern diese Anleitung auch extra zu bringen. Ganz kompakt und ganz fokussiert diese Anleitung zu bringen. Zum Beispiel dieses Hörbuch, wo es darum geht, wer ich bin. Seht euch das mal an. Hört euch das mal an und fragt euch danach, ob das Sinn macht. Und ich biete diese Hörbücher alle mit Geld-zurück-Garantie an. Also wenn es nicht gefällt, schreibt mir eine E-Mail, ihr bekommt euer Geld zurück. Garantiert. Und wenn man mit den Weisheiten dieser Menschen aus dieser oder jener Quelle, ganz egal welcher, wenn man sich von etwas leiten lässt, in Zeiten, die so schwierig sind, dann hat man doch zumindest eine Anleitung. Wenn man selbst nicht weiter weiß, dann kann man sich doch von etwas leiten lassen, das ewig Bestand hatte, das seit Jahrtausenden Bestand hat und das aber in Wirklichkeit ewig Bestand hatte. Denn nur weil etwas jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade verkündet wurde, bedeutet das doch nicht wirklich, dass das nicht vorher schon Bestand hatte. Also lasst euch von solchen Sachen leiten. Dann müssen wir uns auch nicht mehr fragen, was das Ziel unseres Lebens ist. Oder wie dieser Zuschauer mich gefragt hatte in einem Kommentar, ja, was ist denn nun meine Lebensmission? Erinnert euch an die Geschichte mit der älteren Frau, die ihre Enkelin aufgenommen hat und großgezogen hat über 30 Jahre. Wenn man sich von dieser Liebe und von dieser Vergebung und Mitgefühl, wenn man sich von solchen Werten leiten lässt, dann muss man sich nicht fragen, was das Ziel des Lebens ist. Dann wird man feststellen, dass das Leben selbst das Ziel ist. Das gesamte Leben ist das Ziel. Dann muss man sich nicht fragen, was ist denn das Ziel des Konzerts gewesen, in das ich gegangen bin? Das ist doch nicht eine bestimmte Note, die das Ziel vielleicht zum Ende hin des Konzerts gewesen ist. Das ist nicht eine bestimmte Note, die das Ziel ist, des Konzerts oder des Lebens. Es ist das Ganze, was das Ziel ist. Und wir gehen in ein Konzert, um Genuss dabei zu empfinden, um das zu genießen. Warum sollten wir es anders halten mit unserem Leben? Also es geht im Grunde darum, das Leben zu genießen, um nichts anderes. Das hört sich oberflächlich an, aber es geht im Grunde in der Wirklichkeit ganz, ganz tief darin, über all diese Dinge, die ich jetzt hier angesprochen hatte. Kann ich das Leben genießen, wenn ich mich ständig mit irgendwelchen Problemen beschäftige, wenn ich sie größer mache, als sie sind, wenn ich sie, irgendwas, was mal passiert ist, wenn ich das mit mir herumtrage, kann ich dann mein Leben genießen? Kann ich nicht. Aber wenn ich die Dinge hinter mir lasse, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt da bin und mich damit beschäftige, was wirklich ist, und wenn ich mich gleichzeitig auf das fokussiere, was irgendwie Positivität bringt, von dem ich weiß, dass es mich in irgendeiner Art und Weise positiv berührt, ja, dann habe ich doch die Chance, hier auch etwas Genuss aus diesem Leben zu ziehen und das nicht nur ein Leiden sein zu lassen. Und dann brauche ich auch keine Leute, die mir irgendwelche blühenden Landschaften versprechen, die, ob sie das nun erkennen oder nicht, einfach Berufslügner sind. Ob sie das mit Absicht alles tun oder nicht. Denn ich will die Frage nochmal stellen, die im Raum steht. Ist er denn nun für alles verantwortlich gewesen, was passiert ist? Oder haben wir auch dabei eine Verantwortung für all das, was wir zugelassen haben, weil wir weggeguckt haben, weil wir Dinge zugelassen haben, weil wir uns nicht engagiert haben, weil wir nicht Nein gesagt haben, weil wir nicht aufgestanden sind, weil wir träge waren, weil wir faul waren, weil wir unseren Wertesten nicht hochgekriegt haben, weil wir vor Angst geschlottert haben. Wegen all dieser Dinge ist das passiert, was passiert ist. Und manchmal gehen dann die Dinge, sie gehen einfach kaputt. Und wenn dann etwas kaputt ist, erinnert uns das dann, diese Situation daran, was wirklich wichtig ist. Und darum geht es. Für sich selbst herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, was wirklich wichtig ist. Ganz egal, was es ist. Oder anders gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr geglaubt hattet, was mit 20 oder 30 wichtig war und was ihr glaubt, was heute wichtig ist. Schreibt beide Kontraste untereinander, sodass alle mal mitlesen dürfen, ob sie sich darin wiedererkennen. Was nur ein Licht darauf wirft, dass auch wir irgendwann mal nicht wussten, was wir tun, dass wir Fehler gemacht haben. Aber sei es drum. Wir sind ja hier, alle machen hier Fehler und so ist das eben. Wollen wir uns darum kümmern, dass wir diese Fehler nicht wiederholen, und dass wir es einfach besser machen und dass am Ende der Tage einfach mal der Moment kommt, wo wir zurückblicken und sagen, okay, ja, ich habe Fehler gemacht, aber ab diesem Punkt habe ich mir einfach sehr viel mehr Mühe gegeben als vorher. Da habe ich diese oder jene Fehler einfach nicht mehr wiederholt
Und ich freue mich, dass ich zumindest das anders gemacht habe. Und für alle, die mich unterstützen, weil sie Mitglieder auf meiner Ko-fi-Seite sind. Weil sie Mitglieder auf meiner Ko-fi-Seite sind, gibt es dort 20% Nachlass auf alle Hörbücher. Auf alle Hörbücher gibt es 20% schon für die kleinste Mitgliederstufe auf meiner Ko-fi-Seite. Seht euch das an und verpasst auf keinen Fall das Interview am kommenden Samstag 21.30 Uhr mit Joanna Gottschalk. Das wird wieder sehr spannend und dort genau sehen wir uns wieder. Vielen Dank dafür, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Tragt doch ihr die Liebe in die Welt.